Jo, es ist Mr. Mike. Heute mal mit einem Thema, zu dem ich immer wieder Kommentare lese. Und zwar geht es darum, sich eine Halle zu organisieren. Zum Beispiel mieten. Weil selber bauen ist ein bisschen teuer, aber welcher Baller würde sich nicht eine bauen lassen, wenn er das nötige Kleingeld dazu hätte? Ich auf jeden Fall. Das kannst du glauben. Direkt vor der Haustür was richtig, richtig Schickes. Mit Halle, mit fettem Dach zum Öffnen. Aber okay, wir lassen mal die Träumerei. Und zwar bei uns hier in der Gegend, ja, in München, ist von mir auch 90 Kilometer entfernt, also eine gute Stunde Fahrt, hat eine nagelneue Halle aufgemacht, eine Basketballhalle, eine reine Basketballhalle. Ich glaube, es sind 6 Körbe oder 4 Körbe in der Halle, 2 Courts oder 3 so aufgeteilt, Kleinfeld und Großfeld. Und die kann man jetzt wirklich mieten. Preise und Öffnungszeiten sind da mit dabei. Ich hau euch mal den Link dazu unten in die Videobeschreibung rein. Das ist vor allem für die Leute interessant, die im Raum München unterwegs sind und da auch leben. Checkt es echt mal aus. Und da kannst du echt die Halle oder zumindest einen Korb, eine Hälfte, für 5 Euro pro Person mieten. Ne? Auf das kleine Feld 2 Körbe kannst du mit 10 Jungs für 55 Euro die Stunde mieten. Ist auch, finde ich, ein fairer Preis, oder? Kannst du Full Court zocken, geile Sache. Und dann nochmal das richtige Großfeld, 75 Euro die Stunde für 10 Leute. Also du kannst den ganzen Platz mieten. Es ist schon ziemlich cool, finde ich. Und ich glaube auch, du kannst auch alleine hingehen, wenn du sagst, hey, ja hier, ich miete die ganze Halle, hast du 100 Euro, kannst die ganze Halle für dich alleine mieten und sagen, nein, keiner darf spielen, nur ich alleine. Vielleicht auch zum Filmen ziemlich cool. Hä? Ich muss mir das echt mal geben und mal anschauen. Der Release von der Halle, also die Öffnung, war, glaube ich, vor 2 Wochen. Da habe ich auch einen Flyer bekommen und so. FC Bayern München hat da ein bisschen mitgewirkt und so. Ich weiß jetzt nicht, wie privat die betrieben ist oder sonst was. Wie gesagt, checkt unten mal den Link aus für weitere Details. Aber ich finde so das Konzept an sich, jede Großstadt, finde ich, sollte so etwas haben, wo du sagst, hey, ja, Winter ist oder beschissenes Wetter, du kannst nicht rausgehen und zocken, was machst du? Du nimmst dir ein paar Kumpels und mietest dir einfach die Halle für ein paar Stunden. Ne? Oder du gehst alleine hin und schaust, wer so am Start ist, neue Connection finden und neue Leute kennenlernen, Basketball und Sport überhaupt verbindet, wirst du ja auch selber echt eine coole Sache und daher ist das echt ein richtig geiles Projekt. Aber ist halt was für Leute in Großstädten, würde ich sagen. Ich bin Landkind, hier mit meinem Dörfchen mit 1000 Einwohnern. Was glaubst du, wie das Konzept bei uns funktionieren würde? Keiner. Ich würde die Halle jedes Mal mieten, bin alleine da, der würde pleite gehen, also es funktioniert so nicht. Ne? Und ich muss auch wieder eine Stunde fahren und das Problem haben viele Leute, die einfach außerhalb ländlich leben. Das ist auch so eine Sache, Alter, wir haben da einfach die Arschkarte, wenn wir keinen Platz oder keine Halle in der Gegend haben. Weißt? Ich muss auch sonst zur nächsten Halle muss ich eine halbe Stunde fahren, 25, 20 Minuten rum, da zocke ich einmal in der Woche, 2 Stunden lang, just for fun, for free. Coole Sache, geile Sache, for free, kann sich sowieso keiner beschweren, außer natürlich auf YouTube und im Internet, da immer wieder Leute am Haten und überhaupt, das ist für ein scheiß Content, Alter, ich zahle hier nichts, ich will geile Unterhaltung, was du auch denkst, weißt du, also wer for free irgendwie was kriegen kann, darf sich eh nicht beschweren, finde ich, aber es ist im Internet sowieso was anderes, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ansonsten einfach ein geiles Konzept, ich würde mir wünschen, dass es so mehrere Sachen gibt und wenn ihr was wisst, weiß ich nicht, seid ihr jetzt aus Berlin, aus Hamburg und sagt, hey, bei uns gibt's das auch schon, unten in die Videobeschreibung, in die Kommentare mit reinhauen, damit die Leute aus den anderen Städten vielleicht auch was mitbekommen. Österreich, Schweiz, alle hier so ein bisschen connecten, unten in die Kommentare lesen, das finde ich immer sehr geil, die Infos, kann man sich selber ein bisschen helfen. Und ja, für andere Leute, die mich immer fragen, Mike, wie kommst du in die Halle rein? Ja, Connections, Alter. Weißt du, ey, es ist wirklich krass, wie viele Leute mich von überall her anschreiben, Zell am See, Salzburg, Bad Aibling, München, Hamburg, Düsseldorf, überall her sagen, Mike, komm vorbei, aber ey, mir fehlt einfach die Zeit. Ja, und das ist die Fahrerei einfach, ne? Wenn du dann 2 Stunden hin und her unterwegs bist, alleine um eine Halle nutzen zu können, ist halt auch wieder so ein Ding, aber da will ich jetzt nicht meckern. Im Sommer habe ich Plätze genug und so, auch Hallen genug, aber ich bin halt ein Typ, ja, ich habe jetzt gerade Zeit, ne? Muss meine Kleine als Alleinerziehende erstmal unterbekommen. Jetzt brauche ich eine Halle, jetzt will ich zocken und jetzt, weißt du, jetzt sofort. Sonst habe ich später keine Zeit mehr. Das ist bei mir das Hauptproblem, ne? Und wenn sonst jemand gegen mich 1 gegen 1 zocken will, ist auch immer das Ding, mal komm zu mir, wir zocken 1 gegen 1. Und wir haben immer gesagt, super, Alter, du willst was von mir und ich soll zu dir kommen. What the fuck? Läuft so nicht. Läuft nie, das läuft einfach so nicht. Hey, ich will die Kohle, aber arbeiten gehen tue ich nicht. Nee, Kohle, komm her, ich warte hier daheim. Weißt schon. Feedback geben, eure Meinung, haut Infos her, würde mich sehr interessieren. Wie viele Münchner sind vor allem am Start und haben diese neue Halle schon ausgecheckt, würde mich auch interessieren.
Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Ja, supporten nochmal ein bisschen, Werbung machen. Ihr könnt jetzt Mitglied werden bei mir, auch so ein Thema, was ich sehr cool finde. Mitgliedschaft, wo ist es hier irgendwo verlinkt, würde mich auch sehr freuen drüber. Jeder Euro zählt im Monat. Ja, danke für den Support und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Pööö.